So, hallo zusammen. Ein kleines Update zu den Oleandern-Samen, die wir da zum Keimen gebracht haben. Ja, ihr erinnert euch vielleicht in einem der letzten Videos, wir haben diese bohnenähnlichen Gebilde, die am Oleander wachsen, trocknen lassen. Die platzen dann irgendwann mal auf und herauskommen diese pusteblumenähnlichen Samenstände, die wir dann in feuchte Anzuchterde gesteckt haben. Nur angedrückt leicht, immer feucht halten und in so einem Zimmergewächshaus Deckel drauf. Ja, und schon nach wenigen Tagen fangen die dann an zu keimen. Und die Keimquote war auch recht hoch bei den Pflänzchen. Man muss da also nicht stratifizieren und sonst irgendwas machen, sondern man kann da direkt loslegen, wenn man die Samenstände gewonnen hat. Ja, wir haben dann den Fehler gemacht, die recht lange in diesem Mini-Gewächshaus zu lassen. Die hatten recht lange Schäfte, Stiele, und haben die dann pikiert. Anders wie bei Tomaten treiben die aus dem Stiel keine Wurzeln mehr aus. Also der Wurzelstock ist genau so geblieben, wie er war. Und die Pflanze hat auf das Pikieren aber echt mit Wuchsdepressionen reagiert. Da ging wirklich sehr, sehr, sehr lange gar nichts. Die Pflänzchen sind kaum gewachsen. Und erst jetzt, so die letzten 3, 4 Wochen, tut sich hier deutlich was. Also die Pflänzchen sind jetzt gut 6, 8 cm hoch. Wobei es gibt verschiedene Entwicklungsstadien, wenn man das sieht. Wir haben größere, wir haben kleinere. Ja, also was man grundsätzlich sagen muss, aufs Pikieren reagieren sie sehr extrem. Habe ich jetzt noch bei keiner Pflanze so erlebt, dass die das Wachstum für so lange Zeit einstellen. Aber mittlerweile, wie gesagt, sie haben sich wieder etabliert und kommen jetzt schön. Jetzt warten wir mal ab, wie sich die Sache entwickelt. Wie wüchsig die Oleander sind. Laut der Literatur sollen ja bis 2, 3 Jahre dann in Blüte gehen. Und dann schauen wir mal, weil was interessant war. Man hat hier einfach auch vom Wachstum her schon verschiedene Intensitäten. Manche sind echt schnell, manche sind ein bisschen hinterher, manche mit roten Blättern, manche mit grünen Blättern. Stiele sind unterschiedlich gefärbt, deswegen bin ich echt mal gespannt, was sich da dann so entwickelt und auch blütenmäßig rüberkommt. Ja, dann werde ich darüber berichten. Wenn es Fragen geben sollte, unten reinschreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr wissen wollt, wie es mit dem Oleander weitergeht, einfach den Kanal abonnieren, damit ihr nicht das nächste Video verpasst. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag, macht's gut, bis dahin, ciao, ciao.